Am 7. Juli dieses Jahres wurde zum 21. Mal die Angelalm-Trophy ausgetragen, veranstaltet vom Verein Alpin Kitz Kirchdorf. Wie geht's dann so ganz kurz vor dem großen Ansturm? Sehr gut, weil das Wetter schön ist. Und was ist da alles so für Vorbereitung nötig, dass man das alles bandelt? Gute Nerven und ein gutes Arbeitsteam. Während die Vorbereitungen auf der Alm auf Hochtouren laufen, sammeln sich die 220 Teilnehmer am Dorfplatz in Kirchdorf mit prominenten Gästen darunter. Der Biathlet Julian Eberhardt, der Eiskletter-Weltmeister Markus Bendler und Skisprunglegende Andi Goldberger. Welche Herausforderung ist es denn, dass man als Spitzensportler in einer anderen Disziplin gegen Nicht-Spitzensportler mitfährt? Ja, ich weiß auch noch nicht so richtig, was da jetzt rauskommt. Wird sicher lässig da. Bist du schon öfters gefahren, die Angelalm? Nein, fahr noch nicht zu Fuß, glaube ich, war einmal oben, aber mit dem Radl noch nicht. Ja, na super, wird sich noch überraschen. Wird Überraschung, bin schon gespannt. Ja. Ja, nachher wünsche ich alles Gute. Danke, danke. Und, wir sehen uns nachher oben. Ja, auf ein Weißbier, gell? Ja, danke, genau. Oder zwei. Was für Motivation hast du, bei der Angelalm-Truppe mitzumachen? Ja, übermotiviert. Vor einigen Wochen Kitzel bin ich das erste Mal mitgefahren und habe gesagt, heuer starte die nächste Session, jetzt fahre ich mal die Angelalm-Trophäe. Und ich habe gesagt, jetzt möchte ich mal mitfahren, mal anschauen und das passt schon. Gut, das Wetter ist eigentlich so heiß, also die idealen Bedingungen für so ein Mountainbike-Rennen. Ja, wie gesagt, Start 13.15 Uhr. Super. War das erste Mal, oder? Bist du noch nie umgefahren bei uns? Nein, ich war noch nie oben, ich bin noch nie Rennen gefahren. Ein Rennen auch noch nie gefahren? Nein. Da wärst du aber Zeit auch. Ja. Vom Start bis ins Ziel am Gipfelkreuz der Angelalm sind über 10 Kilometer zu bewältigen. Sowohl Hobbyfahrer als auch Rennfahrer hatten ihren Spaß daran. Das ist nicht so gut gegangen, Dorfer. So in der Problem gehabt mit dem Karl, oder? Ja, bei der Abfahrt hat sich der Sattel gelöst und ist auf einmal runtergefallen. Und ja, technische Defekte, nicht klasse. Teilnehmer sind, ist das nicht irgendwie doch anstrengend? Nein, absolut nicht, das motiviert eher, weil man einfach sagt, ja, wenn so viele Leute sind, was Spaß macht am Radfahren und überhaupt herum in der schönen Landschaft, super Sache. Ja, genau. Und mit der Platzierung bist du zufrieden? Ja, super, ich habe jetzt gerade umgeschaut, ich glaube, ich bin 18 geworden, also passt gut. Fein, ja, danke.
der großen Tombola stellten viele einheimische Unternehmen schöne Preise zur Verfügung. Die Siegerehrung fand unter großem Applaus statt. Die Sieger der Jugend. Ja, ein Applaus für die Sieger, Jugend. Ladies first, heißt sie mal. Die Siegerinnen der Damen. Die Sieger der Herren. Und die Sieger der Betriebe. Die Angelalm-Trophy 2012 war eine gelungene Veranstaltung.